Okay, heftig. Wir haben das Raketensilo am Start. Nice. Und was kann ich damit jetzt machen? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Factorio Vanilla, meine lieben Freunde, die zweite Episode in unserem, ja, Neustart ist es ja nicht, in unserem wiederaufgenommenen Spielstand an der Stelle. Und wir haben beim letzten Mal nicht nur die Atomraketen getestet, wir haben beim letzten Mal sogar das Raketensilo freigeschaltet. Wenn ihr das nicht gesehen haben solltet, rechts oben in der Ecke ist am Anfang des Videos immer die Playlist verlinkt, am Ende auch nochmal. Und ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr das feiert, dass wieder Factorio kommt. Unbedingt in die Kommentare schreiben, dass ihr das feiert, dass wieder Factorio kommt. Definitiv für den Algorithmus und auch natürlich, dass ich das sehe. Genau, und wir haben jetzt hier alle Anlagen, die unser Uran auch umwandeln. Die sind jetzt alle wieder aktiv. Die haben sich jetzt alle wieder, ja, gefangen sozusagen und laufen wieder durch. Das ist ganz ausgezeichnet. Deswegen zur Feier dieser Aktion platzieren wir jetzt etwas, das wir beim letzten Mal auch gebaut haben. Nämlich den Effektverteiler. Den habe ich, glaube ich, auch noch nicht ein einziges Mal genutzt. Deswegen, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also dieser Effektverteiler hat diesen Radius hier, ne? Genau, der hat so einen Radius. Und in dem Radius werden Effekte verteilt. Sagt ja schon der Name. Ist es dann nicht vielleicht sogar schlau, wenn wir den eher hier hinstellen? Nee, okay, da erreicht er nicht ran an die Sachen. Okay, warte, da muss ich mal gucken. So, dass wir möglichst viele abdecken. Dann hier hin. Genau, so. Das sieht ja ganz schön abenteuerlich aus. Guckt euch mal an, diese ganzen Schläuche. Das sieht ja aus wie in der Nebukadnezar von Morpheus, ey. Unglaublich. Was haben wir da? Keine Module zur Übertragung steht da jetzt. Okay. Ich habe ja auch diese Tempomodule produziert. Da setze ich jetzt einfach mal zwei ein. So, und das heißt jetzt, dass diese Anlagen hier, dass die jetzt geboostet werden. Die arbeiten jetzt schneller, nicht wahr? Ja, ist eindeutig so. Man sieht das sogar schon direkt. Hier geht die Leiste viel schneller rum. Das ist natürlich cool. Jetzt ist nur die Frage, hoffentlich mache ich da jetzt nicht irgendwas kaputt, weil die anderen Anlagen hier unten sind ja immer noch langsam. Und die hier brauchen ja das Zeug von denen hier so ein bisschen. Das geht ja einmal rum. You spin me right round, baby. Und da kann es ja sein, dass die hier vielleicht jetzt unterversorgt sind. Ich weiß es nicht genau, ja. Es wurde auch noch gesagt, ich soll auf jeden Fall noch in die Anlagen selber Produktivitätsmodule einsetzen. Da haben wir ja wenigstens die Stufe 1 Teil. Da wollte ich jetzt noch mal gucken. Haben wir denn das Material, um daraus Stufe 2 zu machen, zufällig? Stufe 2 Produktivität oder Stufe 3 vielleicht sogar? Okay, ja, wenn ich mehr blaue Platinen hätte, dann könnte ich das machen auf jeden Fall. Jetzt haben wir ein Produktivitätsmodul. Ich hole einfach mal noch ein paar blaue Dinger. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo die produziert wurden. Jetzt müsst ihr mit mir wieder Rücksicht nehmen. Dieser Spielstand ist, wie gesagt, ein alter Spielstand, den ich vor über einem Jahr das letzte Mal gespielt habe. Oder vor einem Jahr. Ich weiß es nicht mal mehr genau, wann ich den zuletzt gespielt habe. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo die blauen Platinen nochmal waren. Das war irgendwo hier drüben, glaube ich. Irgendwo auf der Seite. Ja, und dann haben wir ja noch das Silo freigeschaltet. Da können wir auch mal gleich das Material so mehr oder weniger zusammenkratzen. 8 Jahre alte Technik. 8 Jahre alter Spielstand. Ja, 8 Jahre sind es noch nicht, aber immerhin fast. Dauert nicht mehr lange. Wir nähern uns den Jahren auf jeden Fall an. So, wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo sind denn die blauen Platinen? Wo sind die blauen Platinen? Hier ist mein Solarfeld, genau. Lass dir doch Teile von Bots liefern. Ja, müssten die mir die nicht eigentlich liefern? Das ist eine gute Frage, warte mal. Anfrage festlegen, hier. Aber die, ich glaube, weiß ich, die Prozessoreinheiten, ob die schon drin sind im System. Warte mal, wie viele lassen wir uns denn liefern? Lassen wir uns mal 200 Stück, ja, obwohl, nee, nicht so viel. Wie hoch stacken die? 200. Lass uns mal einen Stack liefern, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die mir die liefern, ehrlich gesagt. Ich gucke trotzdem noch mal ein bisschen rum vielleicht. Sicherheitshalber. Ich weiß nicht, ob wir die schon in solche Lieferkisten drin hatten. Kann auch sein, dass wir die da gar nicht drin haben. Da kommt gerade irgendwas. Sind die Drohnen auf dem Weg? Okay. Warte mal, hier sind wir, glaube ich, auch schon. Ja, hier, guck mal, hier sind blaue Platinen. Nee, die hatten wir gar nicht in diesem Liefernetz drinne. Aber hier sind die... Moment mal ganz kurz. Huch, wie der Spider-Tron da rumzappelt. Moment mal kurz.
Warte, aussteigen. Ich muss mir das mal hier angucken. Das ist meine Verarbeitung. Genau, hier werden nämlich die Teile produziert. Das hatten wir auch geboostet. Die sind ja auch wichtig. Das sind diese Steuerdinger für die Rakete. Und hier haben wir ja noch Tempomodule Stufe 2. Guck mal. Da können wir gleich mal welche noch nehmen. Warte, die brauchen wir eigentlich nicht. Ah, egal. Doch, ich nehme die jetzt trotzdem. Also ein paar von denen. Dann können wir die nämlich noch zu Dreier verarbeiten. So, und jetzt müssen doch hier irgendwo noch Produktivitätsmodule sein vielleicht, oder? Oder hatten wir die gar nicht produziert? Sonst nehme ich mir hier jetzt mal ein paar von den blauen Platinen einfach mal runter. Das geht ja auch. So. Und dann, warte, dann machen wir jetzt nämlich hier mal Produktivitätsmodule. Und jetzt fehlen nämlich Kupferplatten, siehst du? Und praktischerweise bin ich hier neben einem Förderband, das diese hat. Dann macht man das auch gleich nochmal hier, so. Genau, so, das dauert jetzt einen Moment, bis das durchgelaufen ist. Dann können wir in der Zeit, wo diese Module jetzt durchlaufen, einfach mal jetzt uns dafür sorgen, dass wir hier das Material jetzt haben für das Raketensilo. So, da brauchen wir 200 von den Dingern. Wir brauchen Motoren auch. Da muss ich mal gucken, wo Motoren nochmal waren. Das weiß ich jetzt gar nicht, wo wir die Motoren hatten. Moment. 100 Platinen haben wir jetzt. Okay, ich brauche 200. Machen wir das mal so, dass wir 200 haben. Jetzt haben wir 180. Jetzt haben wir 200. Genau, und Abfallplätze haben wir sogar auch. Weil ich jetzt genau 200 limitiert habe. Ich mache das nochmal weg mit diesem Dings. Dass wir das jetzt nicht aus meinem Inventar rausholen, glaube ich. Weil jetzt müssen wir mal gucken, jetzt brauchen wir noch die Stahlträger. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich Stahl eigentlich produziert habe. Wo ist mein Spider-Tron jetzt? Habe ich den hier irgendwo hingestellt? Da ist er. Jetzt muss ich mal gucken. Meine Stahlproduktion war, glaube ich, hier drüben irgendwo. Ist es nicht hier sogar Stahl? Ja, hier ist Stahl. Warte. Da ist ganz viel Stahl, genau. Steige ich mal aus. Was? Wurde ich beklaut gerade? Ich glaube, ich wurde beklaut. Egal. Nimm mal das alles. So, wir müssen, wie viel müssen wir da jetzt haben? 1000, ne? Nein, nimm mir das nicht weg. Warte mal ganz kurz. So geht das aber nicht hier. Lasst mir meine Stahlträger im Inventar. Ich sag's euch, Finger weg. Sonst raste ich hier aus. Was ist passiert? Irgendwas ist passiert, glaube ich. Ja, mein Inventar ist voll. Habe ich denn jetzt genug Stahlträger? Ja, jetzt habe ich genug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So viel brauche ich eigentlich. Die drei hier, die brauche ich gar nicht. Aber da stand ja bis unendlich. Das heißt, unendlich heißt, ich kann unendlich in meinem Inventar haben. Aber da mein Inventar nicht unendlich ist, habe ich da natürlich ein Problem. Ich stecke es jetzt einfach mal hier rein. 1, 2, 3, das war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Einer kann noch raus. So, jetzt haben wir so viel, genau. Jetzt wäre ich schon wieder beliefert mit Zeug. So, genau. Dann brauchen wir was nochmal? 1000 von diesen Bodenplatten und nochmal 200 Motoren. 200 Motoren. Jetzt ist die Frage, wo sind die Motoren nochmal? Wo hätte ich die nochmal produziert? Da, glaube ich, da sind sie mit drin. Warte mal. Sieht auf jeden Fall danach aus. Ja, das sind Motoren. Okay. 1, 2, 3, 4. Das müssten jetzt 200 sein. Ja. Haben wir. So, jetzt müssen wir mal... Was ist denn das hier eigentlich? Roher Fisch, Effekt, Heilung. Ich esse mal den Fisch jetzt. Ich sag ja, die Hälfte der Zeit hier geht drauf daran, dass ich mich erinnern muss, wie das alles nochmal funktioniert hatte. Wie werde ich eigentlich die Erde wieder los? Fragen über Fragen hier, ey. Ich mach das mal weg. So, und jetzt lege ich das mir einfach mal hier auf den Müllslot. Mal sehen, ob das dann abgeholt wird. Die Erde, die konnte ich benutzen, um aufzufüllen. Ja, guck mal, da holen sie das nämlich ab. Jetzt so war das nämlich, genau. Hier, das könnt ihr auch alles mir gleich mal rausnehmen hier. Das brauche ich auch alles jetzt gerade nicht. Genau. Raus damit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Einen muss ich noch freimachen. Hier, was haben wir noch, was wir nicht brauchen? Hier so Schienen erstmal brauchen wir erstmal nicht.
So, jetzt habe ich genug Slots, damit ich mir hier die letzte Komponente für die Raketensilos oder für das Raketensilo reinpacken kann. Jetzt muss ich mir nur noch diese Klötze holen. Und die Klötze waren oben irgendwo. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? In der Zeit werden Atomraketen produziert. Ich kann alle beruhigen. Ich kann die Allgemeinheit beruhigen in der Zeit. Das ist sinnvoll genutzte Zeit, weil es werden pro vergangener Stunde immer ein paar Atomraketen mehr. Und da können wir wieder Spaß haben mit Atomraketen. Alles gut. Es wird alles gut. Auch wenn der Spielbär mal wieder länger braucht. 5 so. Ja, wir müssten jetzt mal wieder ein paar haben eigentlich. Ich kann ja mal nachgucken jetzt. Wir gehen mal hoch wieder. Und schauen mal, wie viel es jetzt sind. 23% Weltraumforschung ist jetzt schon durch. Also, dann müssen wir die erstmal produzieren, wenn wir die erforscht haben. Das will ich damit sagen. Ist also nicht so ganz so weit. Sieht nur so aus. Nehmen die mir gerade schon wieder Sachen weg? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es mal nicht. Ich glaube doch, warte mal. Ah, die Erde, okay, die können sie haben. So, jetzt muss ich das Limit bei diesen Bodenplatten wegmachen. Ah, ist schon weg, okay. Damit die das nicht mobsen. Das müsste eigentlich hier irgendwie sein. Genau, da oben sind sie, warte. Steig mal aus. So, dann grab ich mir mal hier einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. So, jetzt können wir das Silo machen. Wenn denn hier unten die anderen Produktionsdinge durchgelaufen sind, können wir tatsächlich auch das Silo machen. Oh nein, jetzt stopfen sie mir schon wieder Sachen zu. Nein, geht weg, lasst mich in Ruhe. Ich will nicht. Schnell weg, Spider-Tron, schnell weg. Lauf. Lauf einfach. Renn. Die Weltraumforschung kriegst du, indem du Satelliten ins All schießt. Du kannst aber auch einen Fisch ins All schießen. Was? Ich kann einen Fisch ins All schießen? Warum sollte ich denn sowas wollen? Huch, jetzt bin ich vor Freude gegens Mikro gestoßen. Es tut mir sehr leid, wenn das passiert. Ich mache jetzt mal vor Freude gleich nochmal hier ein paar Bugs platt. Weil ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viele Atomraketen wir eigentlich fertig gemacht haben jetzt. Habe ich vergessen jetzt. Moment. Ich gehe nochmal zurück gleich. Los, sterbt. Genau. Ich gehe nochmal zurück und guck nochmal. Muss ich auch mal schnell gucken. Raketen brauchen keine Fische, nur Spider-Trons. So, jetzt bin ich gespannt. Wie viele Atomraketen sind fertig? Wehe, da sind jetzt keine fertig. Dann bin ich maximal enttäuscht. So, Atomraketen. Jawohl, da sind welche fertig. Nice. 3 Stück immerhin. Dann haben wir 4. Jawohl, so, wo waren jetzt die richtig fetten Nester eigentlich? Eigentlich ja hier oben. Sind richtig fette. Da ist ein richtig fettes Nest. Guckt euch das mal an. Und da ist auch nochmal ein richtig fettes Nest. Und da sind wir näher dran, glaube ich. Ja, okay, dann gehen wir nochmal Richtung Norden. Da sind auch viele kleine wieder entstanden. Und ich glaube, da ist die Verteidigung auch nicht ganz so gut. Lasst uns da mal hingehen. Und mal ein bisschen Stress machen. Fisch sucht Spacefahrrad. Pass auf mit den Dingern. Welche Dinger? Ich bin voll ausgebildet und qualifiziert, um mit Nuklearwaffen umzugehen. Jeder von uns trägt einen nicht lizenzierten Nuklearbeschleuniger auf seinem Rücken. Herrlich. Alles gut, ist alles nicht lizenziert. Die Atomraketen. Ja, ja, das passt alles. Ich hab's bisher geschafft, noch nichts in die Luft zu jagen, was mir gehört. Nukula, bitte. Ich will jetzt hier mal wieder Stress machen. Ich will mal wieder für ein bisschen Panik in der Gemeinschaft da hinten sorgen. Muss ich jetzt mal dringend machen jetzt. Ich hab Bock drauf. So, jetzt sind wir da. Und dann machen wir mal Stress. Ich will mal das richtig fette Nest jetzt platt machen da. Das ist einfach zu verlockend. So, rauszoomen. Oh, guckt euch das an, Freunde. Und... Juhu! Boots!
Das war effektiv. Schön in die Mitte rein. Hier, wir machen jetzt hier richtig... Wir machen sie jetzt hier richtig kaputt. Total kaputt. Freundliche Grüße. Butsch. Nice, nice. Warte mal, das ist so klein, das können wir ja selber platt machen. Da brauchen wir ja gar keinen. Das wäre ja Verschwendung, da so eine wertvolle Atomrakete drauf zu ballern. Das lohnt sich ja gar nicht. Los, mach sie, töte sie. Yes. So, wo haben wir denn noch was Schönes, Großes? Ist das hier? Nee, das ist zu klein. Wir müssen so die Stufe A-Nester müssen wir so platt machen damit. Hier, genau. Weg mit euch. Können wir mal wieder ein bisschen Map aufdecken hier. Wir waren hier oben noch gar nicht. Da habe ich mich noch gar nicht... Oh, guck mal hier. Oh! 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 Okay, warte. Hier lohnt es sich richtig. Yay! Und... Yay! Das hat sich gelohnt. Da ist sogar eins übrig geblieben. Das gibt's ja gar nicht. Moment. So nicht... Da leben noch welche. Ja, das sind die Nester, wo es sich richtig lohnt, wo am Rand noch welche übrig bleiben. Macht sie platt. Yes. Oh, da ist sogar, guck mal, oh, ist das riesig, ey. Guckt euch das mal an, da sind sogar noch welche übrig. Oh, Alter, das geht ja von einem Nest ins andere über. Das ist ja Nesthausen. Alter, guckt euch das an, was da oben los ist. Ich muss mehr Atomraketen produzieren. Ich brauche mehr Atomraketen, um Gottes Willen. Guckt euch das an. Wie die Sandschwänze da rausgucken. Das ist ja ungeheuerlich. Alter, mein Spider-Tron kriegt sogar schon Schwierigkeiten hier. Ich glaube, ich hole mir mal schnell noch ein paar Atomraketen. Warte, der will mich reparieren, glaube ich. Ja, genau. Ja, komm. Haha. Heftig, ey. Kannst du programmieren? Nee. Das Einzige, was ich mal konnte, was ich aber nicht mehr so wirklich kann, ist JavaScript. Aber programmieren mit irgendwelchen krassen Programmiersprachen kann ich nicht. So, jetzt muss ich mal schauen. Wir haben wieder einen Angriff. Oh, wieder unten im Süden. Wie sie sich dann doch immer recht schnell wieder ausbreiten. Das ist unglaublich. Das ist echt heftig hier. Und da ist auch schon wieder ein neues Nest. Ist ja unglaublich hier. Wir müssen wirklich mehr von diesen ganz großen Nestern, glaube ich, noch platt machen. Von diesen riesigen. Wo wir gerade auch so eine Bombe raufgeschmissen haben. Ich glaube, da müssen wir immer sie auslöschen. Weil das sind die Nester, die dann, glaube ich, wieder die kleinen neuen Nester erzeugen. Die dann immer den Vorstoß durchführen. Von da aus breiten sie sich aus. Schön alles platt machen. Nice. Da ist wieder ein Nest, ein neues. Hey, sind wir vorhin durchgegangen und haben sie alle platt gemacht? Jetzt sind sie schon wieder da. Siehst du, das geht echt schnell. Sie ruhen nicht. Sie geben keine Ruhe. Und verbreiten sich immer weiter aus. Du kannst deinen Siederbot optimieren. Was? Ach, Spiderbot optimieren. Generator, Beweglichkeit und Schild. Den haben wir doch schon gemacht. Der ist doch schon ausgemaxt, glaube ich. Warte mal. Weiß gar nicht, wie ich das hier genau. Das Gitter ist schon voll ausgemaxt. Da kann ich nichts mehr einsetzen. Ich weiß aber nicht, ob es hiervon... Ich glaube, hiervon gibt es noch bessere Stufen vielleicht. Da... Also bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, ja, da kann man, glaube ich, noch mal was upgraden. So, jetzt haben wir hier die Gegend ordentlich gesäubert. Jetzt gucken wir nochmal, wie viele Atomraketen jetzt fertig sind. Hier meine Beschleuniger sind immer noch nicht fertig. Das kann, glaube ich, noch einen Moment dauern, bis das durch ist. Da müssen wir mal schauen. Aber hier ist jetzt schön ruhig. Guckt mal, hier kann man jetzt richtig spazieren gehen. Kein roter Fleck auf der Karte hier. Alles chillig.
Der Zug wird auch nicht mehr angegriffen dann. Ist schon nice. Wie ruhig das sein kann in Factorio, wenn man die ganzen Nester beseitigt hat. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann schau mal. Wie viele von den tollen Atomraketen haben wir denn jetzt? Wir haben von den Atomraketen. Jawohl, jetzt sind wieder welche fertig. Wie viele sind's? Stell dich mal rein, du machst mich nervös. Zwei Stück immerhin. Naja, gut. Ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin. Immerhin haben wir welche. Und die Anlagen hier laufen komplett durch. Das ist auch schon mal was Positives. Ich glaube, sie werden schneller produziert als vorher, die Atomraketen auf jeden Fall. Wie viele von diesen grünen Dingern brauchen wir denn da? Für einen Produktionsdurchlauf. 30, okay. 30 Uran 235. Das ist natürlich schon mal eine Ansage, ne? Das ist nicht ohne. Das muss erstmal zusammenkommen. So, aber jetzt kann ich ja schon mal hier die Produktionsdinger einsetzen. Warte mal. Ich setze die mal hier ein zuerst. Guck mal, wir haben 5 Stück. Da setze ich jetzt einfach 2 hier ein. Und dann setze ich noch... Ach, der hat ja schon hier. Hier setze ich noch 2 ein. So. Und dann setze ich hier noch 1 ein. Und dann wird ja noch 1 produziert. Das setze ich dann hier noch ein. Genau. Und dann produzieren die, glaube ich, pro Input... Ja, ab und zu mal einen mehr wahrscheinlich. Und das wird sich dann wahrscheinlich auch nochmal auswirken. Führt natürlich dazu, dass die Dinger auch mehr Strom verbrauchen. Genau, und dann müssen wir die Produktion auch hier noch boosten. Das heißt, ich muss mir nochmal ein paar Teile holen, dass wir noch von den Stufe 3 Produktionsbooster noch ein paar bekommen. Dass wir da noch welche machen. Das wäre ganz schlau. Die Laser, die du in deinem Gitter ohne Bot hast, schießen auch aus dem Bot raus. Deine Schilde aber nicht. Ja, okay, die Schilde schießen ja generell nicht. Die sind ja nur, wenn ich getroffen werde. Und ich bin ja im Bot drin, also wäre es ja sinnlos, wenn die was machen würden. Theoretisch. Müssen wir mal gucken. So, was fehlt mir denn jetzt für diese Stufe 3? Ah, okay, es fehlen mir wieder Kupferplatten. Normale Platten und blaue Platinen fehlen mir wieder. Ich gehe da jetzt wieder zu meiner Produktionsanlage. Ich lasse mich da jetzt nicht beliefern. Ich mache das jetzt vor Ort. Ich grab mir einfach schnell die Sachen runter. Ich mache das oldschool. Oh Gott, ich bin voll erschrocken gerade. Junge, 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 habe ich mich erschrocken. Okay, Vorsicht. Stell mal den Spider-Tron da mal hin. Oh, ich werde, glaube ich, gerade... Ich bin mit irgendwas beliefert worden, glaube ich. Ich weiß nicht mit was, aber mit irgendwas. Wow. Ach nee, jetzt wollen die mir hier die Dinger zustecken. Nein, hau ab, lasst mich in Ruhe. Jetzt wollen die mir hier 1000 Stahlträger geben. Nein, wartet, wartet. Nein, hört auf damit. Stopp, stopp, stopp. So viele brauche ich nicht. Ich brauche nur 400 oder so. Okay. Reicht schon. Völlig aus. Ich brauche diese Platten hier, die Platinen brauche ich. Ich schnapp mir den jetzt von hier. Ach, guck mal, ah ja, hier sind ja die grünen Dinger. Wollte gerade sagen, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Jetzt habe ich die roten mir geschnappt. Nein, jetzt habe ich mir diese komischen... Jetzt habe ich mir das hier noch gegrabt, das wollte ich gar nicht haben. Warte, weg damit. Nimm das weg. So. Jetzt haben wir die Dinger. Und wir brauchen noch Produktivitäts... Ne, genau, wir brauchen noch Platten und so. Dann, hier, genau, grab dir mal hier Platten. So, dann, warte, gib mir hier noch Platten. Platten, Platten. Sag mal, werden die hier irgendwie nicht mehr mit Erz beliefert? Kommt mir fast so vor, dass hier irgendwie das Erz weniger wird. Warte mal. Sind wir hier schon wieder am Ende im Erzgelände? Warte mal, ich muss mal zu meinem Spider-Tron. Ich muss mir das mal angucken. Ich glaube, wir haben hier ein Kupferproblem. Sieht ein bisschen danach aus. Nicht, dass hier generell die Sachen dann fehlen. Weil die Rohstoffe dann fehlen. Das wäre sehr ärgerlich.
Ja, ich glaube, die Quelle ist ein bisschen kleiner geworden. Sieht schon auf dem Radar so verdächtig aus. Ja, da sind, glaube ich, welche nicht mehr aktiv. Der ist nicht aktiv. Der ist nicht aktiv. Die sind alle nicht mehr aktiv hier am Rand. Und hier unten, die sind auch nicht mehr aktiv, siehst du? Gut, dass wir mal hier hingeguckt haben. Das ist schon eine ganz schöne Ansage. Warte, dann. Das sind die Dinger hier, genau. Dann stellen wir die da jetzt wieder hin. Wunderbar. Ich glaube, einen hatte ich mir immer drin gelassen. Im Inventor. Nice, guckt euch das an. Da läuft es wieder hier, die können wir noch wegmachen. Müssen wir sogar schon hier in die Ecke verteilen jetzt. Ah, jetzt ist es alles nur auf einer Seite. Ah, ist egal. Ich glaube, das müsste passen trotzdem. Oh, warte, das muss ich drehen. So. Wunderbar. Habe ich auch mal wieder ein Band gezogen. Ah, den können wir auch wegmachen. Den können wir auch noch. Ne, warte, das ist falsch. Genau, das wollen wir haben. Den können wir noch hier hinsetzen. Wunderbärchen. Genau. Jetzt kommt hier wieder ordentlich was rein. Wir wollen ja hier nicht irgendwelche Engpässe produzieren. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja hier schon ordentlich ranklotzen. Was ich halt so als ordentlich ranklotzen bezeichne. Ich weiß, ich bin mega ineffizient wieder unterwegs. Oh, warte mal, hier sind auch Anlagen, die nicht mehr richtig so platziert sind. Mal gucken. Hier, der hier hat nichts mehr. Erstaunlicherweise ist das Band vollgelaufen. Frag mich nicht, wieso. Nice. Genau. Ich meine, das wirkt sich hier kaum aus, weil hier immer noch zu viel reinkommt. So, jetzt wollte ich noch mal schauen. Was fehlt dir jetzt hier noch? Platten, genau. Da bin ich, glaube ich, hier genau richtig. Ja, guck mal, hier sind gerade Platten. Sehr schön. Ganz viele Platten. Ganz, ganz viele Platten. Nice, da kann ich direkt noch so ein Ding in Auftrag geben. Sauber, sauber. Das dauert ja immer ein bisschen lange. Jetzt fehlen wieder Kupferplatten. Da haben wir hier aber keine. Wo ist jetzt mein Spider-Tron? Ah, da drüben. Den schnappe ich mir mal gleich. Und dann gehen wir mal nochmal rüber zu den Kupferplatten. Da macht man noch so ein Produktionsding. Aber das Silo ist jetzt gleich fertig, glaube ich. Ja, genau. Das Silo ist gleich fertig. Wenn die Produktionssteigerer durch ist, dann ist das Silo auch fertig. Wunderbar. Steig ich mal aus. Dann schnappt ihr mal da die Platten. Kann ich mir nicht theoretisch auch einfach Draht schnappen? Der wird doch da hergestellt daraus, aus den Platten. Das ist doch das, was er eigentlich braucht, glaube ich. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja, guck mal. Warum einfach, wenn es auch einfach geht, ne? Der macht ja immer erst die Platinen dann irgendwie und dann den Draht. Das habe ich auch gerade nicht geschnallt. Ach, herrlich, ja, das ist alles. Ich sag euch, meine lieben Freunde, das ist hier alles Anfängertum. Blutiges Anfängertum ist das hier. Wenn ihr hier Profi-Satisfactory Gameplay sehen wollt, seid ihr hier jetzt. Da seid ihr falsch. Da muss ich erstmal, da muss ich mich viel zu sehr wieder reindenken erstmal. So, jetzt hole ich mir nochmal Atomwaffen. Da ist bestimmt was fertig geworden. Und dann vernichten wir nochmal auf der anderen Seite von der Base nochmal ein paar Nester, würde ich sagen. Da geht ja noch was. Und wir haben jetzt von der Weltraumforschung 42% erforscht. Das schaffen wir aber in der Episode, glaube ich, nicht mehr. Die restlichen 58. Kopfrechnen. Auch wieder am Start. Kopfrechnen Episode 2. Die Laser, die du in deinem Gitter ohne Bot hast, schießen auch aus dem Bot raus. Genau, das wurde schon geschrieben. Gucke auch schon längere Zeit, aber unter 1700 habe ich nichts Brauchbares erspäht. Die Krakas sind halt immer noch ziemlich teuer. Ach ja, das alte leidige Problem des Hardware-Mangels. Aber das. Naja, gut, ich meine, muss man jetzt gucken, wie das jetzt mit der ganzen Russland-Thematik ist. Aber das soll sich jetzt mehr oder weniger auch entspannen demnächst. Also,
Weil auch jetzt das mit den, dadurch, dass ja der Bitcoin-Preis gefallen ist, habe ich schon gelesen, lohnt es sich wohl auch in einigen Ecken der Welt nicht mehr so dann die Kryptos zu minen. Und damit lohnt es sich halt auch nicht mehr durch die gestiegenen Grafikkartenpreise diese Rigs aufzubauen, um die Kryptos zu minen. Und deswegen kann es sein, dass die Nachfrage bei Grafikkarten allgemein auch sinkt. Und das bedeutet, ja, es kann sein, dass die Preise ein bisschen runterkommen. Wenn dann auch jetzt durch die Inflation sowieso alles andere teurer wird, haben die Leute halt auch nicht mehr so viel Geld, um irgendwelche krassen Grafikkarten zu kaufen. Und damit, ja, also ich rechne damit, dass es in der zweiten Jahreshälfte spätestens moderatere Preise gibt und vor allem mehr Angebot halt auch. Das ist ja eigentlich das große Problem, dass es mehr Angebot gibt dann. Also, dass man auch tatsächlich mal eine Grafikkarte für den Preis dann wenigstens auch bekommt, dass die wenigstens dann auch mal lieferbar ist, ja. Aber das wird auch noch mal so eine spannende Geschichte, wie es da weitergeht. So, dann haben wir 4 Raketen. Ich bin ja begeistert. Dann schnappen wir uns das mal und ziehen die mal. Jetzt haben wir 6 Raketen. Der absolute Wahnsinn. Wird da gerade eine produziert? Nee, leider nicht. Okay, egal. Ich kann aber die Module noch schnell einsetzen. Moment, da, wo ich jetzt einmal schon mal hier bin, kann ich das gleich mal machen. Ist da jetzt noch eins fertig? Ja, da ist sogar noch eins fertig. Wahnsinn. Guck mal, 2 Produktivitätsmodule. Genau. Und hier wird mit Geschwindigkeit gearbeitet. Kann ich nicht vielleicht auch einfach noch so ein Ding bauen? Wir haben ja noch 2 Tempomodule. Was brauche ich denn dafür eigentlich? Ah, wir brauchen nur die grünen Schaltkreise. Moment. Sind die nicht hier? Nee, das ist ja Atomkraft. Ich wollte gerade sagen, ist es nicht... Nee. Genau, wir brauchen doch die Teile hier. Ja genau, da brauchen wir Kupfer. Mist. Ich hatte gerade so gedacht, ja vielleicht muss ich ja jetzt nicht nochmal woanders hin, um mir das zu holen. Aber ich muss leider woanders hin, um mir das zu holen. Grüne Dinger brauchen wir. Grüne Platinen. Müssten ja hier nebenan eigentlich gleich welche sein. Ich finde diese Mystery-Musik immer so krass. Die erinnert mich immer so an so alte Akte X-Folgen immer. Das war immer so die Musik, wenn einer gerade so das Monster of the Week entdeckt hat. Immer so halb entspannt, halb bedeutungsschwanger. Mit immer so Streichern im Hintergrund. Das war die typische Akte X-Untermalung immer. Kann ich mich noch erinnern. Sehr schön. Muss ich immer an Akte X denken. So, haben wir das jetzt? Ne, wir brauchen immer noch Kupferplatten. Aber warte, Moment. Ne, wir brauchen nicht Kupferplatten. Produktivitätsmodul 2 brauchen wir eigentlich. Und zwar genug, dass wir 5 Stück herstellen können. Dann fehlen uns wahrscheinlich... Dann fehlt uns dieses Gummi, wa? Dieses komische Zeug da fehlt uns auch. Ich meine, die Melodie gerade ist ja fast schon Akte X eigentlich. Da fehlt ja nur eine Note oder 2 irgendwie. Jetzt kann ich so ein Ding machen. 1 oder 2 Noten fehlen, dann ist es ja schon die Akte X-Melodie, die ersten paar... Erst ein paar Töne da. Dann gehen wir mal zurück. Vielleicht ist ja noch mal eine Atomrakete dann fertig. Und dann stellen wir noch das Silo auf, genau. Halt, Moment, ich wollte doch eigentlich das hier machen. Ich wollte doch diesen Verteiler da produzieren, da, herrlich. Oh Mann, hat er wieder verdengelt. Hat er sich wieder verdengelt im Kopf. Aber ich hab's noch erkannt, ich hab's noch gemacht. So, jetzt stelle ich mal dieses Silo auf. Jetzt bin ich mal gespannt. Wo ist denn das jetzt? Sag jetzt nicht, es ist durchgerutscht. Hier ist es, genau, Raketensilo. Boah. Okay. Das ist ja mal ganz schön groß. Ich kann das ja auch wieder wegmachen. Ich stelle das mal schnell hier auf. Okay, heftig. Wir haben das Raketensilo am Start. Nice. Und was kann ich damit jetzt machen? Okay, Raketenbrennstoff wird gebraucht. Die Leichtbauteile, die Raketensteuereinheiten. Okay, das haben wir hier sogar, die Raketensteuereinheiten. Die sind direkt hier oben. Da produzieren wir ja zum Teil schon die Atomraketen draus. Die Leichtbauteile, die stecke ich jetzt einfach mal rein. Dann werde ich meine nämlich schon mal los. Das ist ganz hervorragend. Ja, Raketentreibstoff. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht produziert, Raketentreibstoff. Was brauche ich denn dafür? Bestimmt Öl. Leichtöl, ja. Festbrennstoff, okay. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht gemacht.
Da müssen wir mal gucken, wo wir das am besten machen. Wahrscheinlich da, wo eine Raffinerie am Start ist. Würde ich jetzt mal vermuten. Oder wir lassen uns die Komponenten mit Drohnen hierher liefern. Oder mit dem Zug. Und machen das direkt hier vor Ort eigentlich. Müssen wir mal schauen. Haben wir hier nicht sogar Ölkomponenten gehabt irgendwie? Warte mal, hier war doch irgendwas geliefert worden, glaube ich. Hier Schwefel, genau. Was wird denn da? Da wird Schwefel geliefert, ne? Schwefelsäure, genau. Hier wird Schwefelsäure aus Schwefel produziert. Das heißt, die Ölkomponenten müssten eigentlich oben produziert werden, da im Norden. Wenn mich nicht alles täuscht. In der nördlichen Zone der Karte. Oh, warte mal. Hier kann ich nochmal Anlagen umplatzieren, die nicht mehr laufen. Sehe ich gerade. Hau mal das weg, genau. Dann dreh das mal und setz das mal dahin. Ah, und hier oben, die können wir auch wegmachen. Weil wir müssen ja dafür sorgen, dass die Produktivität am Laufen bleibt hier. Das müssen wir immer auf dem Zettel behalten. Genau, sehr schön. Aber ist ja eh alles voll, also insofern wird uns das jetzt nicht umbringen, wenn das mal da ein bisschen langsamer läuft. Ja, dann ist jetzt die Mission eigentlich, das Raketensilo auszustatten. Mit Zeug. Dass wir eine Rakete produziert kriegen. Habe ich nicht noch Steuerung? Guck mal, ich stecke dem die Steuerungseinheiten auch gleich rein. Dann bin ich die auch los. Ich brauche die ja nicht. Ja, dann fehlt ihm nur noch Raketentreibstoff. Und den können wir halt nicht einfach so machen, glaube ich. Da müssen wir dann automatisch starten, sobald Fracht geladen ist. Fracht geladen. Raketenbauteil. Das ist ein Teil. Das ist noch nicht alles, oder? Da muss man mehrere Teile machen. Kann das sein? Ich glaube, ja. Na toll, das wird ja ganz schön. Das wird ja eine ganz schöne Bank nochmal. Ich glaube, da gehe ich erstmal. Da gehe ich dann gleich erstmal nach Norden und guck mal, wie das ist mit dem Öl jetzt. Und dann, wenn wir das an Start gebracht haben. Das mit der Raketen, mit dem Raketentreibstoff. Da machen wir nochmal eine Bugjagd. Okay, ihr redet gerade noch über die Grafikkarten. Ja, das ist auf jeden Fall echt. Dass das auch so lange anhält, ist schon echt krass. Aber man kann halt nun mal nicht einfach so eine Produktion so schnell hochfahren. Ne? Das Lustige ist, glaube ich, wenn die das dann mal geschafft haben, dass die Produktionen hochgefahren sind, dann fehlt es wahrscheinlich wieder an anderen Sachen. Beziehungsweise vielleicht ist dann Grafikkartennachfrage, wie gesagt, auch gar nicht mehr so hoch. Und dann hat man dann plötzlich eine Schwemme von dem Zeug und keiner will es haben. Und dann fallen die Preise. Dann wird es natürlich spannend, wenn man so lange durchhält dann, ne? Und an der Stelle ist diese Folge Factorio auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder kauft auch gerne Spiele mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE im Epic Launcher. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das würde mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst, denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Factorio, sondern auch zu anderen coolen Spielen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao!